Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, darf ich Sie herzlich auf unserer letzten Veranstaltung dieses Jahres in der Reihe Let's Talk About History begrüßen. Es ist mir eine große Freude, diese Veranstaltung zu moderieren und Ihnen, unseren Gastvortragenden, meinen Ex-Kollegen oder ehemaligen Kollegen aus der Österreichischen Akademie der Wissenschaften vorzustellen. Dr. Manfred Hollegger studierte Geschichte und Germanistik in Graz. Seit 1981 arbeitet er als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Register Imperii in der Abteilung 14 Maximilian I. Im Jahr 1983 dissertierte er beim Hermann Wiesflecker zum Thema Maximilian I. und die Entwicklung der Zentralverwaltung am Hof und in den österreichischen Erblinden von 1510 bis 1519. Ab 2010 ist er stellvertretender Projektleiter dieser Abteilung. Während seiner Tätigkeit in der Maximilian-Abteilung der Register Imperii arbeitete er insgesamt 7 Bände und publizierte unzählige Aufsätze zu unterschiedlichsten Themen wie zum Beispiel Verwaltung, Kanzlei, Hof, Beamten, Politik oder Diplomatie, aber auch zu Propaganda und Selbstdarstellung Maximilians. Jeder, der sich mit Frühmoderne beschäftigt, kennt die im Jahre 2005 im Kohammer Verlag erschienene Biografie Maximilians I. Das ist dieser gelbe Buch. Ich muss aber auch zahlreiche Präsentationen des Themas, die sich an breite Öffentlichkeit richtet, erwähnen, wie etwa in Form von Ausstellungen oder zuletzt als Teledokumentation, die in ORF und ZDF History ausgestrahlt wurde. Das ist Film von Manfred Korinne über Maximilian I. Maximilian I. ist in den letzten Jahren nach dem runden Jubiläums- und Gedenksjahren wiederum präsent, im öffentlichen sowie im wissenschaftlichen Diskurs. 2015 wurde die Doppelhochzeit, die die Machtordnung des vormodernen Europas prägte, zum zweiten Mal auf vielen Konferenzen und Veranstaltungen gefeiert. 1519-2019, das heißt 500 Jahre trennt uns vor dem Tode des letzten Herrschers des mittelalterlichen Reiches. Das Gedenkjahr 2019 bietet den Anlass, eine Bilanz zu ziehen oder nochmals einige Forschungsergebnisse zu revidieren. Als der letzte Ritter Europas am 12. Januar 1519 in Wels starb, ließ er sich im bescheidenen Gewand des Georgordens begraben. War dies auch nicht seine Art von Selbstfashioning und Message für die weitere Generationen von Herrschern? Die Antwort erfahren wir jetzt. Ich übergebe das Wort an Manfred. Danke, liebe Anna, für die freundliche Vorstellung. Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, was ich Ihnen heute vortragen kann, ist natürlich nur ein Ausschnitt. Schick also voraus, ich stehe nachher gern für alle Fragen zur Verfügung, wenn Sie etwas ansprechen wollen, was ich nicht angesprochen habe. Es geht mir, wie der Titel schon sagt, um den Medienkaiser. Sie wissen, in den letzten Jahren wird Maximilian vermehrt als Medienkaiser wahrgenommen, und zwar im Spannungsfeld von Politik, Message Control, weil ich Österreicher bin, Sie wissen, in der österreichischen Politik ein geflügeltes Wort inzwischen, und Self-Fashioning. Den ersten Ansatz für meinen Vortrag liefert ein Buchtitel von Richard David Brecht. Sie kennen ihn wahrscheinlich, ein deutscher Philosoph aus dem Jahr 2007. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Das fragt man sich natürlich auch bei Maximilian. Ich habe es probiert visualisieren. Sie sehen von links nach rechts oben, das erste Porträt ist eines des Hofmalers Strigl, das zweite ist von Ambrogio de Predis, italienischer Hofmaler. Das dritte, das herausfällt, ist ein Dürer-Schüler, Hans Baldung, genannt Green, und das vierte ist Dürer selber. Wenn Sie diese Porträts anschauen, dann verstehen Sie meinen Titel, wer bin ich und wenn ja, wie viele. Noch komplizierter, nämlich wer ist denn der echte Maximilian? Etwa der, das stammt aus dem Karl-Sauer-Skizzenbuch von Hans Baldung, genannt Green, oder doch die höfischen Porträts. Noch komplizierter wird die Antwort auf diese Frage, wie viele ist er denn, wenn man sich näher mit ihm beschäftigt, schon angeklungen, der letzte Ritter. Neben diesem letzten Ritter steht bekanntlich der Vater der Landsknechte oder, wie er auch genannt wurde, der erste Kanonier,
seine Vorliebe für Artillerie. Neben dem letzten höfischen Epiker, wie ihn sogar die Ranke-Schule tituliert hat, der Förderer des Humanismus, neben dem mittelalterlichen Reiseherrscher. Er hatte nie eine feste Residenz, er herrschte in mittelalterlicher Art aus dem Sattel, wie man sagt, also Sie wissen das, durch persönliche Präsenz. Reiseherrscher, Renaissancefürst mit Ansätzen zur Selbstdarstellung, auch, wir werden es noch sehen, in Gebäuden, allerdings nicht in Stein, sondern auf Papier. Neben dem gläubigen Menschen ein rigoroser Staatskirchler, der wegen der finanziellen Ressourcen der römischen Kirche Kaiser und Papst in einer Person werden wollte. Neben dem Legitimisten, wie die meisten Habsburger bis heute, ein bedenkenloser Machtpolitiker, für den die Simulieren, also die, wenn es ernst wird, darf man in Luxemburg sagen, muss man lügen, hat jemand gesagt. Ein bedenkenloser Machtpolitiker, für den die Simulieren, und das ist damit gemeint, nicht die Wahrheit sagen, Damen, Deutschen, selbstverständlich zum täglichen Handwerkszeug gehörte, neben dem geborenen Deutschen der gefühlte Italiener. Die Nazione era alemanno de voleret de animo era italiano, sagt er. Ich bin zwar ein geborener Deutscher, aber denke und fühle wie ein Italiener. Das hat man lange als Schmeichelei gegenüber italienischen Gesandten qualifiziert. Ich glaube, es ist mehr. Es ist Denken in übergeordneten Strukturen. Denken Sie wieder, wir heute sind Österreicher, Deutsche, Luxemburger und Europäer gleichzeitig. Warum Italien? Italien ist für ihn der zentrale Angelpunkt. Denn auf Italien beruhten Titel, Würde und Autorität des Reiches. Ich erspare Ihnen die lateinischen Sequenzen. Glauben Sie mir, es ist richtig übersetzt. Beziehungsweise Italien sei der Sitz des Reichstitels. Rom, die alte Heimstatt seines Thrones. Deshalb sei, wie das ein Sekretär Maximilians formuliert, Italien eines römischen Kaisers Vaterland. Politisch erklärt sich dies daraus, dass alle drei um die Vorherrschaft in Europa rivalisierenden Dynastien der Zeit, die Valois, die Trastamara und Habsburg, den Schlüssel zur Hegemonie in Europa in der Beherrschung Italiens sahen, mit seinen Mitteln an Menschen und Gütern und Geld und in der Beherrschung natürlich Roms, Zentrum der christlichen, römischen, katholischen Welt. Den zweiten Ansatz für den Vortrag liefert David Hume. Philosoph, Ökonom und Historiker, einer der Vordenker der Aufklärung, der sich in seinen First Principles of Government wunderte, nämlich schon 1741, über die Leichtigkeit, mit der die vielen von den wenigen regiert werden. Dieses Wunder basiere einzig auf Meinung, Opinion, schreibt Hume natürlich. Hume führt also in die politische Theorie ein, was wir heute unter Opinion, Opinion Leaders, Message Control etc. verstehen. Mit der zugehörigen Begleitmusik an Propaganda, Self-Fashioning und Imagepflege betrieb sie Maximilian in ganz besonderem Maß, weswegen, und ich habe es schon erwähnt, er in den letzten Jahren immer stärker als Medienkaiser apostrophiert und wahrgenommen wird. Er ist allerdings etwas exposed, also im Nachhinein, wie ich werde darauf noch zu sprechen kommen. Meinungsführerschaft und Propaganda waren Maximilian aber nicht nur für die aktuelle Politik, sondern noch über den Tod hinaus so wichtig, dass er für sein Gedachtnus, wie das heißt, also Memoria, ebenfalls selbst zeugen wollte. Modern würden wir sagen, er wollte natürlich selbst Herr über sein Narrativ sein. Als ersten Einstieg am besten erläutern und zugleich im wahrsten Sinne des Wortes illustrieren lässt sich das an seinen sogenannten Ehrenwerken, die seinem Ansehen und seinem Gedächtnis, seiner Memoria dienen sollen, denn, wie heißt es im Weißkönig, wer sich im Leben kein Gedächtnis macht, der hat auch nach dem Tod kein Gedächtnis und desselben Menschen wird mit dem Glockenton vergessen. Neben dem burgundisch-französischen Vorbild, das Maximilian aber ab 1477 in den Niederlanden studieren konnte, hatte er auch ein Vorbild in seinem Vater Friedrich III. Auch er, der Friedrich III., hat schon versucht, über Ebeldorfer, Piccolomini oder Hinderbach, die Historiografie in seinem Sinn zu lenken, ist, wie Sie wissen, aber ziemlich gründlich schief gelungen, scheitert an den Mitarbeitern, aber auch an den Mitteln. Deshalb, Sie werden es auch wissen,
steht für Friedrich III. In der Geschichte noch immer das Bild von der Erzschlafmütze des Reiches, was durchaus nebenbei bemerkt unrichtig ist. Das haben in den letzten Jahrzehnten Heinrich Kohl, aber vor allem Paul Joachim Heinig gezeigt. Auch bei den zeitgenössischen Visualisierungen der habsburgischen Macht hatte Maximilian ein Vorbild in seinem Vater wie ein Vergleich von dessen Wappenwand, also Friedrichs III. Wappenwand in der Burg von Wiener Neustadt, links und Maximilians Wappenturm in Innsbruck zeigt. Den Wappenturm können Sie heute leider nicht mehr sehen, der ist ummauert. Hier in diesem linken Teil, die Wappenwand in Wiener Neustadt, wenn Sie mal nach Wiener Neustadt kommen und in die heutige Militärakademie gehen, also die ehemalige Burg, dann sehen Sie diese Wappenwand. Das sind 93 Fantasiewappen, die sich wohl auf die Fabelchronik von den 95 Herrschaften beziehen, welche die Geschichte Österreichs von heidnischen, jüdischen und christlichen Dynastien von den Anfängen der Welt heraufführt, bis der bis heute übrigens anonyme Chronist mit den Babenbergern historischen Boden betritt. Das wird stilbildend auch für Maximilian, nämlich die Rückführung der Genealogie Maximilians bis auf die biblischen Erzväter. Maximilians Hofnarr, nämlich der weise Hofnarr Kunz von der Rosen. Sie wissen, es gibt natürliche Narren, die wir heute als Behinderte bezeichnen würden, und dann auch den Typus des weisen Narren. Der hat ihn gefragt, ob er sich klar ist, dass er damit mit jedem Stallknecht und jeder Wäscherin verwandt ist. Das heißt, dass bei Maximilians Selbstdarstellung nicht alles neu war. Denn schon der Vater, Friedrich III., hatte mit der Glitterung des habsburgischen Stammbaums zurück, bis in biblische Zeiten, das habsburgische Gentil- und Erbcharisma im Sinne von Max Weber zu routinisieren begonnen, was der Sohn zielbewusst multimedial in Text und Bild fortsetzte. Zu den Stammbaumforschungen mit dieser Zielsetzung, also einen möglichst alten, Sie wissen, Mittelalter denkt immer noch so, je älter, desto besser, möglichst alten Stammbaum, trat bei Maximilian ein auch echtes Interesse an Geschichte hinzu. Das war für ihn eine Art Lehrmeisterin, große Männer, die er studieren und als Vorbild nehmen wollte. Und einer davon ist so einer aus der Antike, nämlich Julius Caesar, den er ausdrücklich überpochen, das heißt übertreffen wollte. Vor allem bei Maximilians Gedächtnisprojekten ging es ihm sehr persönlich auch darum, das Bild eines Herrschers knapp am Genie zu malen. Dementsprechend stehen Fiktion und Realität, Inszenierung und Tatsächliches bei seinen Bildgeschichten, das ist wichtig, Bildgeschichten des Weißkönig, Teuerdank und Freidal, sowie im monumentalen Holzschnitt der Ehrenfurt und in der Bilderfolge seines Triumphzugs nebeneinander. Alles durchwirkt Maximilians Motto per tot discriminarum, durch so viele Gefahren. Was aussagen soll, allen Widrigkeiten zum Trotz, habe ich es geschafft. Die Medienrevolution um die Mitte des 15. Jahrhunderts, Sie wissen, Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern, haben er und seine literarisch-publizistischen Helfer, allen voran sein persönlicher Sekretär Max Dreizauerwein und sein Rat Melchior Pfenzing, perfekt verstanden. Verstanden haben sie aber auch die Möglichkeiten immer verfeinerter Holzschnitte vor allem, und daher haben sie durchgehend Bild und Text kombiniert. Auch wenn Maximilian gar kein Germanicus sein wollte, sondern wie gesagt ein Italicus bzw. Romanus und von dort zurück, ähnlich wie die burgundischen Valois, ein Trojanus. Seine Devise, ich habe es schon angesprochen, stammt ja auch aus Vergils Aeneis. Sie kennen diese Verse, per varios casus, per tot discriminarum etc. Also wie die mit seinen Gefährten in Latium landet, muntert er sie damit auf. Durch diese vielen verschiedenen Schicksalsschläge, durch so viele Gefahren, aber jetzt sind wir in Latium und da werden wir unsere neuen Wohnsitze etc. etc. Wird alles wieder gut. Wenn es der Propaganda passte, dann war er natürlich auch ein Germanicus und andere machen es ihm nach. Das ist nur so ein Sidekick. Auch Martin Luther ist ein Herkules Germanicus. Die Kombination von Bild und Text findet sich natürlich auch in der Ehrenpforte.
3 × 3,50 m in der Form eines antiken Triumphbogens. Sie sehen es mit 3 Pforten der Ehre, der Macht, von dem Pfortenlob und des Adels zusammengesetzt aus 193 Holzschnitten. Warum sage ich das? Weil bei Maximilian alles, darauf wurde schon früh von Kunsthistorikern hingewiesen, immer den Hang ins Große, ins Gigantomanische hat. Also auch das, der Riesenholzschnitt, gegenwärtig, wenn Sie Zeit haben, in der Albertina in Wien zu sehen, im Rahmen der Dürer-Ausstellung. Auch dieser riesige Holzschnitt, das schaut ein bisschen aus wie das die Wimmelbücher meiner Enkelinnen. Auch da wird immer wieder Bild und Text kombiniert. Das ist die sogenannte ungarische Doppelhochzeit, also der Ausgleich zwischen zwischen Habsburg und den Jagellonen. Da geht es um den osteuropäischen Raum. Bild und Text. Nächste gibt es natürlich nicht nur Politik auf diesem Triumphbogen, sondern da sehen Sie Maximilian quasi als Baumeister, was auch wieder so nicht stimmt, denn gebaut hat er wenig, renoviert hat er viel, gebaut wenig. Wie gesagt, keine Residenz, immer Bild und Text. Und ganz oben in der Kuppel der Ehrenpforte, da thront er selber, und zwar in einer Darstellung nach der Hieroglyphika des Horapollon, das ist in der Zeit, sowas 1505 in Venedig gedruckt, eine Hieroglyphenübersetzung angeblich. Und das ist natürlich, da ist er umgeben. Ich erspare es Ihnen im Einzelnen, da ist Maximilian umgeben mit angeblichen hieroglyphischen Zeichen für Weisheit, Tapferkeit, Stärke, Weltherrschaft etc. Interessant ist das herunten. Der Hahn kommt nicht in den Hieroglyphen vor, das ist der französische König, und wenn jemand auf einer Schlange steht, Schlange ist Weltherrschaft, dann ist das der Bösewicht, der also nach Weltherrschaft strebt, das ja nur der Maximilian zukommt als Kaiser. Und diese Füße, die über Wasser gehen, kommen auch nicht in Hieroglyphen vor. Das meint, da gibt es eine Erklärung dazu von Birkheimer, das meint, dass Maximilian Unmögliches geschafft habe, nämlich den französischen Hahn in die Schranken zu weisen. Wohl auf diese Ehrenpforte zubewegen, sollte sich ursprünglich ein 100 Meter langer Triumphzug erhalten, sind ca. 53 Meter auf Pergament, war 2012 in der Albertina zu sehen, durfte ich dabei mitarbeiten. Und eine Version aus 136 Holzschnitten, ungefähr 57 Meter lang. Von da gibt es verschiedene Sujets, da haben sich die Redakteure und Maler, das ist Dürer zum Beispiel, die haben da hin und her überlegt, wie man das macht. Es gibt verschiedene Versionen. Was ich Ihnen zeige, ist auch dieses kaufmännische Genie Dürer, der natürlich einen großen Triumphwagen Maximilians extra gezeichnet hat. Sie sehen hier, es geht leider der grüne Punkt nicht gut, Sie sehen hier den Maximilian, vorne sehen Sie dann in der Reihenfolge jetzt von links und rechts Maria von Burgund mit der Tochter Margarete, vorne der Philipp mit der Gemahlin, mit Juana, dann sehen Sie Karl den V. und Ferdinand den I., dann die 4 Töchter Philipps und Juanas, die Eleonore, Isabella, Maria und Katharina. Wenn Sie das im größeren Zusammenhang sehen, dann ist das natürlich ein dynastisches Programm, denn alle diese sind Kaiser, Könige, und die Mädchen werden lauter Königinnen, also von Frankreich, Dänemark, Norwegen, Schweden, Böhmen, Ungarn und Portugal. Dieser Triumphzug, ich zeige Ihnen nur ein paar Bilder, wer es noch nicht kennt. Das ist also eine Folge von so Standartenträgern, immer mit Bildern dazu. Einzelne erkläre ich gleich. Das ist also ein sehr langer Zug, der also auch wieder die Macht und die Glorie dieses Kaisers erklären soll. Und da werden dann eben solche Bildstandarten mitgeführt. Hier sehen Sie, Sie können es ja lesen, das ist Maximilians Heirat mit Maria von Burgund. Tatsächlich ein wesentliches Ereignis, denn damit, mit dieser Heirat, greifen die Habsburger erstmals wirklich nach Westen, nach Westeuropa aus, bringt zwar den Dauerkonflikt mit den Valois,
Aber es gilt doch, auch wenn Maximilian nur die Hälfte ungefähr dieses Erbes des Burgundischen bewahren kann, ist doch eine wesentliche Machterweiterung für die Habsburger. Sie sehen schon, ich rede dauernd von Dynastien, von Valois, von Trastamara, von Habsburg. Denn was nicht stimmt ist, wie man das früher instrumentalisiert hat und da von Frankreich und Deutschland und Österreich und Spanien redet. Das hat damit nichts zu tun. Die mittelalterliche Geschichte bis weit in die Neuzeit ist eine Geschichte von Dynastien. Europa der Könige heißt ein schönes Buch und lesenswertes. Auf diesen Standarten, Sie sehen es da wieder links oben, das ist dann die sogenannte spanische Heirat, also die Heirat von Maximilians Sohn Philipp mit Juana, das ist die berühmte Juana la Loca, Johanna die Wahnsinnige. Und natürlich, weil es dazu passt mit den spanischen Erben, dann das Reich der 1500 Inseln. Das wird also alles, das sind die neuen Entdeckungsfahrten, Sie wissen, 1492, FF, Columbus und Co., die Portugiesen. Das wird dann auch gleich einverleibt, obwohl Maximilian sich daran weder finanziell noch sonst wie beteiligt hat. Er hat einmal für die Welt sein Empfehlungsschreiben, gibt es, sonst ist das für ihn nicht. Aber das gemeint man dann gleich ein. Natürlich auch, das war damals, gibt es schöne, aufschlussreiche Briefe, welche wunderbaren Geschichten da erzählt werden von den Seefahrern. Und natürlich müssen auch diese sogenannten Indianer, die müssen da auch mitmarschieren in den Triumphzug. Was der Triumphzug stellt, also Weltherrschaft und Weltherrschaftsanspruch dar. Historisch ist er auch, er bringt verschiedene Schlachten, das ist, ich habe es Ihnen da hergeschrieben, damit es leichter lesbar ist, die Behemisch, also die Böhmenschlacht, die Schlacht bei Wenzenbach, Böhmen deswegen, weil die Niederbayern böhmische Söldner angeheuert hatten. Oder natürlich der große Venedigische Krieg, der Venezianerkrieg, das ist der längste der Kriege um Italien von 1508 bis 16, ist auch wieder so etwas Fiktives. Der Krieg endet mit ganz bescheidenen Gebietsgewinnen, im Prinzip eigentlich Bad. Nach 8 Jahren, das Bild suggeriert was anderes, nämlich da wird vom kaiserlichen Heer der Markus Löwe, Sie erkennen ihn, ins Meer zurückgetrieben. Sie werden sich jetzt also nicht wundern, dass Maximilian seine Autobiografie Weißkönig nannte. Das ist der weiße, glänzende König und zugleich der weise König. Also hier das Titelblatt der ersten Ausgabe 1775, denn schon zu seinen Lebzeiten nicht fertig geworden, sondern erst wesentlich später gedruckt. Das hat für uns nachher das Bild Maximilians geprägt, nicht für die Zeitgenossen, die kennen das nicht. Im Wesentlichen ist der Weißkönig vom Geheimsekretär Max Dreis-Zauerlein geschrieben und redigiert, der auf einem zweiten Illustration da übergibt der Maximilian das fertige Buch, also auch Fiktion, fertig war nichts. Der Weißkönig ist ein historisch-autobiografischer Heldenroman in Prosa und zugleich ein Fürstenspiegel. Nach einem ersten Teil, der Maximilians Vater Friedrich III., dem alten Weißkönig, gewidmet ist, setzt dann mit der Geburt Maximilians die eigentliche Lebensgeschichte Maximilians ein. Und wie könnte es, Sie werden sich jetzt nicht wundern, anders sein, es wird die Geburt Maximilians ikonografisch deutlich mit der Geburt Christi und dem Stern von Bethlehem verknüpft. Heraufgeführt wird dann Maximilians Geschichte bis ca. 1513, Misserfolge werden ausgespart oder die Verantwortung anderen zugeschoben, sodass nichts das Bild des strahlenden Helden trübt. Wie er dazu wurde, zu diesem Helden, erzählt der gereimte Teuerdank, das ist der Magnanimus, der Hohes im Sinn hat, das ist die verschlüsselte, verschlüsselt ist gut, also dass Maximilian Teuerdank ist und die Königin Ehrenreich Maria von Burgund, das ist also nicht sehr schwer zu erraten. Dieser Teuerdank schildert die Brautfahrt Maximilians, wieder fiktiv, zu Maria, wo deren bösen Hauptleute Fürwittig, Unfall und Neidl hat. Sie sehen sprechende Namen, Fürwitz, Unfall und Neid, ihn hindern wollen, sein Ziel zu erreichen. Das Ganze
schaut noch mehr aus, so wie, ich sage immer, das schaut aus wie Comicstrips, also Bilder und Texte dazu. Und als Schlussbild sieht man wieder bei Totis Criminarium, der Held hat alle Gefahren gemeistert, steht also auf 14 Schwertern, hat sich von einem etwas, würde ich meinen, dummen, doren, vertrauensseligen jungen Mann zu einem reifen Mann entwickelt, der mit Gottes Huld und Schutz alle Gefahren meistert. Anschließend, thematisch anschließen sollte dieser Teuerdank an den Freital. Das ist eigentlich der erste Teil von seinen Ehrenwerken. Das ist aber ein völliger Torso geblieben, denn die Geschichte eignet sich eigentlich zu nicht viel. Es ist nämlich die Geschichte, ein junger Ritter besucht 64 Höfe, erinnert wahrscheinlich nicht zufällig an das Schachspiel mit 24 Feldern, 24 Höfe adeliger Damen, wo er jeweils drei Turniere, ein Rennen, ein Stechen und einen Fußkampf und am vierten Tag ein Tanzfest, meistens als Maskenball, bestreitet. Drinnen sind also Maximilians Turniere, hier sehen Sie eine Miniatur eines Kampfes mit Friedrich dem Weisen von Sachsen. Hier sehen Sie einen Kampf mit seinem Turniermeister Antonio de Caldonazzo. Sie sehen, wie hier von diesen Dartschenstücken wegzuspringen scheinen. Das Turnier ist ja der adelige Sport der Zeit, hat also mit Feldübung oder so irgendwas nichts mehr zu tun. Er zeigt natürlich Mut und Geschicklichkeit und arbeitet mit Show-Effekten, denn wie kommt das zustande? Das sehen Sie heute noch in Wien, im Kunsthistorischen Museum, in der Hofjagd- und Rüstkammer. Sie sehen ein Bruststück mit einem Federmechanismus. Da vorne war diese Datsche drauf, gespannt mit eigenen Keilen. Und wenn der Gegner genau in der Mitte getroffen hat, dann hat der Federmechanismus ausgelöst und diese ganzen Keile sind so wunderbar durch die Luft geflogen. Natürlich auch da drinnen Fußkämpfe, da mit einem seiner frühen Gefährten und Vertrauten, Kaspar Bergheimer. Also die ganze Geschichte eignet sich nicht, schön sind natürlich diese Illustrationen, aber an sich ist aus dem nie ein wirkliches Buch geworden, ist also eine 250 Blätter sind überliefert, gerade macht der lieber Kollege und Freund von mir eine neue Edition, die jetzt entweder noch heuer oder nächstes Jahr von diesem Freital erscheinen wird. Am vierten Tag ist, wie gesagt, immer ein Tanzfest, meistens eine Mummerei, also ein Maskenball. Was Sie hier sehen, ist ein sehr beliebter Tanz um 1500, man könnte sagen ein Modetanz, das ist der sogenannte Moriskentanz. Morisken, das sind christianisierte Muslime in Spanien. Das ist also ein wilder Tanz, bei dem da gesprungen wird, der hat es Maximilian angetan. Sie wissen, Fremdes in die eigene Kultur hinein integrieren, ist immer ein besonderes Zeichen besonderer kultureller Höhe. Sie finden diesen Moriskentanz dann auch in Innsbruck am Goldenen Dachl. Das ist der Neuhof, dort war die Rechenkammer drinnen, also quasi unter Anführungszeichen das Finanzministerium. Drum diese goldenen Schindeln da oben, ich werde noch zu sprechen drauf kommen, wie leer die Kassen waren und auf diesem Erker am Goldenen Dachl, da sehen Sie dann auch die Abbildung dieses Moriskentanzes. Hinten läuft ein Schriftbild, das ist sehr umstritten, was es ist, wahrscheinlich sind es hebräisierende Schriftzeichen. Was es heißt, ist bis heute nicht entschlüsselt worden. Hat in Innsbruck einen Kollegen gegeben, der hat gesagt, er weiß, was das ist, hat aber sein Geheimnis ins Grab mitgenommen. Also, entweder steht ganz was Schlimmes oder wie auch immer. Also bis heute, man hat es versucht. Man hat also eine Judaistin, mehrere eigentlich, haben ihn probiert, die einzelnen Schriftzeichen, aber viel Sinn ergibt der Text bislang nicht. Aber es ist erstaunlich in der Zeit, dass man sowas überhaupt macht auf einem öffentlichen Monument. Wahrscheinlich für die Zeit schon für viele erkennbar hebräische Schriftzeichen.
In der Mitte dann, das wird flankiert, in der Mitte sehen Sie Maximilian mit beiden Gemahlinnen, also links er, in der Mitte Bianca Maria Sforza, die zweite Gemahlin, rechts, das ist Maria von Burgund. An der Haube wird man es nicht erkennen, denn das ist falsch, das ist nicht burgundisch, aber am Wappen unten schon. Und rechts sehen Sie Maximilian in der Mitte, links einen Narren und rechts einen Waisenrad. Also für mich nach wie vor dieses berühmte Narrenschiff, Narrenspiegel-Thematik, die in der Zeit liegt, während eine Innsbrucker Kollegin meint, dass links sei Friedrich der Dritte und das rechts sei Sigmund von Tirol. Ich überlasse Ihnen das, ob jemand wie Maximilian seinen Vater auf ein öffentliches Monument als Narr dargestellt hätte. Das Narrativ überragender Anlagen und schier grenzenloser Kenntnisse und Fertigkeiten, wie das im Weißkönig, Dreierdank und Freidal herausgestellt wird, macht ob seiner Übertreibungen misstrauisch und vielfach natürlich zu Recht, ist aber trotzdem ein wissenschaftlich interessantes Beispiel für die Selbstdarstellung eines Fürsten. Und Maximilian ist ja beileibe nicht der Einzige, der das so macht. Im Spannungsfeld zwischen nachwirkenden älteren, bei ihm älteren mittelalterlichen und neuen renaissancehaften Formen. Dabei wird man sich immer vor Augen halten müssen, was der steirische, und weil ich Steirer bin, darf ich ihn zitieren, der steirische Schriftsteller Gerhard Roth über seine Autobiografie sagte, die Erinnerung schreibt Romane, keine dokumentarischen Wahrheiten. Und um gleich noch einen Roth zu zitieren, allerdings einen Amerikaner, so nicht alles Steirer, nämlich Philipp Roth, auch Fiktion ist Teil meiner Autobiografie. Sie sehen, 500 Jahre dazwischen, aber der gleiche Ansatz. Aber nicht alles ist Fiktion. Maximilians Ausbildung sowie seine Schreib- und Sprachfertigkeiten sind tatsächlich nicht zu unterschätzen. Ich gestehe hier, dass ich einer war, der die lange unterschätzt hat, aufgrund dieser vielen Übertreibungen. In letzter Zeit hat sich aber Andreas Seitz erstmals wirklich ganz, ganz gründlich mit der Handschrift Maximilians beschäftigt und ihn wirklich im Sinne einer Händescheidung von allem anderen unterscheiden können. Also so, dass wir heute wirklich gesichert wissen, was er geschrieben hat. Deutsch, Latein und Französisch schreibt er, kann alle drei Sprachen. Sein Französisch ist so, das schreibt er so sehr, wie er es hört, also mit merkwürdigen Formen, man muss es oft laut lesen, damit man versteht, was er meint, aber inzwischen ist klar, er schreibt wirklich, sein Latein ist ein einfaches Latein. Ich habe das immer sehr geschätzt, mein Lehrer Wiesbecker nicht, er fand das schauerlich, obwohl ich als auch in einem humanistischen Gymnasium mit Latein und Griechisch groß geworden bin, habe ich immer gesagt, naja, was soll, non volo Italia, que mea est deveniat ab manus alienas. Wunderbares Latein, versteht jeder. Nicht? Ich will nicht, dass Italien, das mir gehört, in andere Hände kommt. Das ist natürlich einfacher, das kann man bei Piccolomini ähnlich lesen. Dort ist es aber so, ich glaube, ein 4- oder 5-Zeilen-Satz in Humanistenlatein. Mir ist das Maximilianische lieber. Maximilian nannte das Reiterlatein und wie gesagt, mein Lehrer, Doktorvater, hat gemeint, naja, aber das ist schon schauerliches Latein. Finde ich nicht. Jedenfalls kann er das und er kann auch so viel Latein, auch das ist inzwischen verbürgt. Ich habe dann angefangen nachzusuchen und siehe da, man findet es dann, dass er wirklich Geheimes allein verhandelt. Er braucht ja die Diplomatensprache der Zeit, die Lingua Franca ist Latein, das kann er. Natürlich hat er da Leute dabei, wie den spanischen Gesandten Fuensolida, auch ein humanistisch geschulter Mensch, der sagt dann, naja, wie der mit mir geredet hat, das ist Latin Macaronico, also Küchenlatein. Für einen Humanisten schon, aber es reicht, dass er niemanden beiziehen braucht. Das heißt, die Arcana Imperii, die großen geheimen Dinge, denken Sie an dissimulieren, also nicht verraten, was man eigentlich vorhat, kann er allein besprechen. Hier sehen Sie, das ist ein Brief an den Erzherzog Sigmund von Österreich-Tirol. Das ist doch für einen Herrscher eine erstaunlich gute Schrift. Das Erstaunlichste ist diese Urkunde, das ist ein Mundiert für Albrecht IV. Von Bayern München, seinen Schwager.
Das ist ein sehr geheimer Inhalt, denn da ist schon 1497 wird in dieser Urkunde formuliert, dass das niederbayerische Erbe dem Albrecht zugesprochen werden wird. Das ist lange geheim gehalten worden, natürlich, und das schreibt er ganz allein ohne Sekretär. Dazu muss man dann natürlich das schreiben können. Normalerweise, konzeptmäßig, schreibt er so, aber auch das zeigt, dass er schnell schreiben kann, dass er gut schreiben kann, dass er nicht nachdenken braucht und dass er nicht malt. Sie wissen, je weiter zurück, desto mehr haben die in Wirklichkeit gemalt statt geschrieben. Das ist ein Konzept für das, ein Reichstagsausschreiben. Da unten übrigens dieses berühmte Hoc Heli Heli Labasabadani, also mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das schreibt er da hinein, weil ihm der Tod Philipps gemeldet wurde. So schreibt er in seinen persönlichen Gedenkbüchern, also Notizbüchern, und natürlich ist auch da auf der Höhe der Zeit, natürlich, wenn ich in mein eigenes Notizbuch, aber das macht schon Friedrich der Dritte, das machen viele, sie sehen, dazwischen sind verschlüsselte Passagen. Und da muss man auch Maximilians eigentümliche Schreibweise kennen, um das auflösen zu können. In der dritten Zeile steht, le principal reformierer, so wie er das mischt, und dann heißt das jean, schon, jean, fan, und das heißt Lampdar. Also das ist ganz witzig geschrieben, das ist Hans von Landau, einer seiner Finanzer. Das ist also für ihn so, schreibt er, aber er kann das wirklich. Das Ganze ist eine nordwesteuropäische Kanzleikursive. Das schaut so aus, jedenfalls glaube ich da Zeitz, nicht nur weil er mein Chef ist, dass sich Maximilians Schrift endgültig offenbar, nachdem es nordwesteuropäisch ist, offenbar erst in Burgund wirklich endgültig seine Form gefunden hat. Geboren ist Maximilian am 22. März 1459 in der Burg von Wiener Neustadt als Sohn Kaiser Friedrichs III. Und Eleonores von Portugal, natürlich höfische Porträts, Sie werden gleich einen Friedrich sehen, der ganz anders ausschaut. Geboren im Ostturm der Burg, die schon auf ungarischem Gebiet liege, wie es im Weißkönig heißt. Das und später sagt er dann, wie ihn die Ungarn nicht anerkennen wollen, weil sie nur einen geborenen Ungarn wählen. Dann sagt er, was wollt ihr? Ich bin doch ein geborener Ungar. Also Scherze. Hat er auch drauf. Das ist das Ausschnitt aus seinen Tagen. Es ist wesentlich realistischer. Friedrich III. Als alter Mann. Weit weniger als sein Vater pragmatisch an den tatsächlichen Mitteln seiner Hausmacht orientiert, wollte Maximilian bei den Verteilungskämpfen, die im Zuge der Neuaustarierung der europäischen dynastischen Ansehenshierarchien aufbrachen. Der Begriff stammt von Paul Joachim Heinig, finde ich schön. Neuaustarierung der europäischen dynastischen Ansehenshierarchien. Sie wissen, das Alte, das 15. Jahrhundert, kämpft noch ein bisschen damit, mit der Reform des Reiches und der Kirche. In der Kirche Konsiliarismus, Sie wissen, zwei Konzile, es setzte das Papsttum durch. Im Reich geht es darum, wie kann man denn dieses Imperium, dieses römische Reich, meistens heiliges römisches Reich, wie kann man das reformieren? Ich werde noch zu sprechen kommen drauf. Aber was schon lang im Spätmittelalter, mindestens seit dem 15. Jahrhundert im Gange ist, ist eben diese Neuaustarierung dieser europäischen Dynastien, wie, wo, in welchem Rang werden die eingeteilt. Das Ganze führt zu einem, wie ich immer sage, bei den Studenten, damit man zeitgemäß ist, zu einem Poker um Europa. Das ist natürlich nicht Poker, was die da spielen, sondern es ist ein eidgenössisches Kartenspiel, heißt Flüss oder Flüssli. Interessant ist aber die Anordnung, das stammt aus einem Fasnachtspiel. Den Herrn in der Mitte mit dem C drüber, das ist der Doge von Venedig, der Herr rechts mit dem grünen Mantel, und das ist der König von Frankreich, der Herr im Vordergrund, der da sitzt, ist der Eidgenosse. Die drei sind die wesentlichen Kontrahenten in Italien. Links davon sehen Sie Maximilian, der gerade ein neues Spiel Karten offensichtlich ins Spiel bringen will. Rechts dahinter mit der Tiara der Papst, der dem interessiert zuschaut.
und rundherum Vertreter der europäischen Mächte, hinten unter, mit dem Buchstaben P, das ist Margarete, die Tochter Maximilians, Statthalterin der Niederlande. Es geht also um Europa und ich habe es schon gesagt, es geht darum, wer denn in Europa die Hegemonie übernehmen kann. Hineingeboren wurde Maximilian in eine schnelllebige Umbruchszeit, daran möchte ich auch noch erinnern, in der sich in dramatischer Verkürzung, wie das so schön geschrieben wurde, die für die Neuzeit entscheidend gewordenen Ereignisse, Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern um die 1451-57, die Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen 1453, einschneidendes Erlebnis für Europa. Die Entdeckung der neuen Welt 1492, der Beginn der Kämpfe in Italien 1494, die Reformation 1517, der Wandel der Heeres- und Belagerungstechnik, der Aufstieg der neuen Handelshäuser in die Politik, Stichwort Frühkapitalismus, und der Beginn des Frühabsolutismus auf wenige Jahre zusammendrängen, angefacht alles von Renaissance, nördlich darum Humanismus, und dem Aufblühen von Individualismus, Subjektivismus. Sie wissen, dass die Welt und der Mensch treten ins Blickfeld. Die Ausbildung des Territorialstaates beginnt, auch von Maximilian sehr forciert. Alles in allem steckt darin, auch bei Maximilian feststellbar, eine Änderung der Weltsicht. Nicht mehr ein zyklisches Weltbild, eine Abfolge von Weltaltern, meistens vier Weltalter. 15. Jahrhundert waren noch viele überzeugt, das vierte und letzte Weltalter sei schon angebrochen, jetzt nicht mehr. Jetzt wird das abgelöst von einer linearen Entwicklungsidee, dass die Welt täglich, wie Maximilian schreibt, geschickter wird, als sie noch gestern war, also ständig fortschreitet und aus seiner Meinung natürlich zum Besseren. Um hier Schritt halten zu können, war einerseits der Anfall Tirols 1490 entscheidend, mit dessen Silber und Kupfer in Schwarz wurden, bevor dann im großen Stil das überseeische, vor allem Silber, nach Europa kam, in Schwarz wurden also damals in Tirol, Falkenstein, wurden 80% der europäischen, am Höhepunkt 80% der europäischen Silberproduktion gefördert. Das machte für Maximilian im Unterschied eben zum Vater, der nichts hat, der hat die Steiermark, Kärnten und Krain, um die beiden Österreich, Unter- und Obter-Enns, muss er lange kämpfen. Der Vater hat die Mittel nicht, während Maximilian mit Tirol dessen Silber und Kupfer in die Hände bekommt. Und damit wird Kreditpolitik möglich und mit Kreditpolitik in der Zeit, weil Kriegspolitik braucht man Söldner, wird also eine expansive Außenpolitik möglich. Einerseits entscheidend also Tirol 1490, andererseits die Heiraten, von der Burgundischen habe ich schon gesprochen, Maria von Burgund, die natürlich relativ schnell stirbt, also bei einem Jagdunfall mit dem Pferd stürzt und ein paar Tage später darauf ihren Verletzungen erliegt. Maximilian kann in einem 15-jährigen Erbfolgekrieg, der sich zunächst gegen Frankreich richtet, dann aber immer mehr zu einem inneren Krieg mutiert, ungefähr die Hälfte der burgundischen Länder, wie sie Karl der Kühne, also der Vater Marias, besessen, beherrscht hatte, kann einen Frieden von Senlis für sich sichern, ist eine habsburgische Machterweiterung. Sie sehen es hier, also rechts, das, was Maximilian sich bewahren kann, die namengebende Herzogtum verliert er natürlich. Das reicht viel zu weit nach Frankreich hinein, dass der König von Frankreich darauf hätte verzichten können. Die zweite Ehe mit Bianca Maria Sforza, da geht es um Mailand, den Herzog von Mailand halten alle Mächte der Zeit für den sogenannten Pförtner Italiens, also wer Mailand beherrscht, der hat den Weg nach Italien frei. Das ist die Nichte Ludovico Sforzas, der berühmte Il Moro, Bianca Maria. Sie bringt ungefähr 400.000 Dukaten Mitgift mit, also füllt die leeren Kassen Maximilians enorm. Was sie nicht kann und was Frauen in der Zeit
für dich, Anna, was Frauen in der Zeit tun müssen. Sie müssen für Nachwuchs sorgen, das kann sie nicht. Und dann erlahmt Maximilians Interesse an ihr sehr schnell. Sie hat allerdings auch Eigenschaften, die einer Königin oder Kaiserin nicht ziemen. Also sie isst am Boden, sie sitzt am Boden und isst und lauter so Dinge. Die probiert man ihr irgendwie abgewöhnen, funktioniert aber nicht so recht. Das nächste, das natürlich für die Habsburger und Maximilian entscheidend wird, ist die sogenannte spanische Heirat, also die Verbindung mit den Trastamara. Hier sehen Sie Maximilians Sohn Philipp den Schönen und Margarete, seine Tochter. Dies ist also auch eine Doppelheirat wieder. Er heiratet Juana, schon erwähnt die Juana la Loca, und sie heiratet Juan. Das ist natürlich das Unglück dieser Trastamara. Die sterben in einer Geschwindigkeit aus, das ist unglaublich. Ja, man hat lange geglaubt, dass da ist irgendwie Gift oder sonst wie. Das ist wirklich sehr erstaunlich, nicht? Also wie schnell das geht. Wie gesagt, dann erben die die Kastilien Aragon. Kastilien Aragon. Aragon kommt erst später. Sir Philipp mit der Juana, hier sehen Sie eine Abbildung, da sehen Sie das noch einmal, wie dann Maximilian rundum. Sie sehen immer wieder, wie er das macht mit einem Haufen Bildwerke. Das ist der heiligen Familie nachgestellt. Maximilian ist zu erkennen, das ist Philipp. Das da wird gesagt, das sei Juana. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht die Margarete sein soll, aber bitte. Und da unten die Buben, das sind Ferdinand, nachmals Ferdinand der Erste, Karl der Fünfte ist leicht zu erkennen und Ludwig der Zweite von Ungarn. Heiratspolitik, Sie sehen, wie das dann in Europa ausschaut. Sie sehen also die habsburgischen Besitzungen, Sie sehen das niederländisch-burgundische Bereich, Sie sehen also das spanische Erbe, ist auch gleichzeitig das unteritalienische, weil da regiert ja eine Nebenlinie der Trastamara und da müssen Sie sich dann nach 1526 das ungarisch-böhmische Erbe vorstellen, also dieser Ludwig II. Jagiello fällt 1526 in der Schlacht bei Mohács und damit erben die Habsburger auch Ungarn und Böhmen, das heißt, das sind die Grundlagen der Donaumonarchie. Die deutschen Kurfürsten, die Maximilian 1486 zum römischen König gewählt hatten, und die deutschen Fürsten vermutet hinter seiner Beschwörung der alten Kaiserherrlichkeit und Italienpolitik, die Renovatio Imperii, als höchste Würde der deutschen Nation. Dahinter vermuten also Kurfürsten und Fürsten die Absicht, nach der Herrschaft über Italien aus dem Reich statt einer Wahlmonarchie eine habsburgische Erbmonarchie zu machen. Daher unterstützten sie seine Italienpolitik nicht. Grundsätzlich konnte der Dissens zwischen Maximilian und den Reichsständen über die politischen Prioritäten, er sah sie eben in einer Außen- und Kriegspolitik, in einer Italienpolitik, während die Stände die Prioritäten in einer Reformpolitik im Inneren sahen. Dieser Dissens konnte ebenso wenig aufgelöst werden wie der über die Organisation des Reiches. Hier zeigt sich, dass Maximilians Verhandlungskunst und Verhandlungsbereitschaft Grenzen hatte, zwar sehr enge Grenzen. Er wollte weniger verhandeln, denn befehlen. Der Rest sollte gehorchen, das funktioniert aber mit den Kurfürsten und Fürsten des Reiches nicht und funktioniert auch in Österreich, also in den österreichischen Erbländern in der Form auch nicht. Wegen des aus zahlreichen Territorien mit, Sie wissen, diesem Wall an Privilegien und Rechten zusammengewürfelten Reich, wäre nur eine verschränkte Herrschaft, wie das Heidelberger Kollegen nannten, beziehungsweise konsensuale Herrschaft möglich gewesen. Aber hier hat sich die Frage ergeben, wie zentralistisch oder föderalistisch, regionalistisch könnten, wie wir heute sagen würden, das ist uns ja auch klar, wohin geht Europa? Zentralismus versus Föderalismus bzw. Regionalismus. In der Zeit gesprochen zwischen monarchischem,
gesamtständischen und territorialen Interessen gelingt kein Ausgleich in der Zeit Maximilians. Sie wissen, 1555 Augsburger Reichs- und Religionsfriede, da setzt sich dann das Territorialfürstentum durch. Maximilian bleibt im Wesentlichen, das überspringe ich jetzt, seine Reichsreformen erspare ich Ihnen, weil sie ja keine Wirksamkeit haben. Vielleicht Kammergericht weist in die Zukunft und damit zusammenhängend die Kreiseinteilung des Reiches, aber wirklich gefruchtet hat das nicht. Maximilian bleibt auf seine österreichischen Länder beschränkt, natürlich auch wieder Austria, Cor et Gipeus, Sacri Romani Imperii, also Herz und Schild des Heiligen Reiches. Auch in seinen österreichischen Ländern, mit denen er mit seinen Reformen aus zentralistisch-herrscherlicher Sicht, wie gesagt, frühmoderne Staatlichkeit grundlegte, auch dort tat er sich mit den Landständen schwer, die ihm trotz seiner Belehrungen, dass die Welt, ich habe es schon erwähnt, täglich geschickter wirdet, dann sie vor Zeiten gewesen ist, dem hielten sie ihre föderalistisch-ständische Sicht, steirische Sicht, Kärntner Sicht, österreichische Sicht entgegen und waren für diesen Fortschritt nicht bereit, ihre eigenen Gerichtsinstanzen, Sie wissen, um diese Zeit ist ein Land immer noch definiert im Wesentlichen durch einen rechtlichen Personenverband, nicht durch Grenzen. Und die zentrale Rechtsinstanz ist das Landrecht, die Landscharne. Das sind sie nicht bereit, für ein Kammergericht, also ein übergeordnetes Gericht zu opfern, das noch dazu nicht nach Landrecht urteilt, sondern nach dem Jus Commune, gemeines Recht, also diese, Sie kennen das, diese Mischung aus Kanonistik und Legistik. Dieses Gericht wollen sie nicht aufgeben, Maximilian installiert ein Zentralgericht, immerhin für die sogenannte niederösterreichische Ländergruppe, das heißt damals die beiden Österreich, Steiermark, Kärnten und Krain. Das installiert er gegen den Willen der Stände, aber 1509/10 muss er dieses Gericht abschaffen. Warum? Weil er ihre außerordentlichen Hilfssteuern für den Krieg in Italien braucht. Denn auch darauf verzichten die Stände nicht auf ihr Steuerbewilligungsrecht. Maximilian probiert es in Reich schon mit dem sogenannten gemeinen Pfennig. Die Vorstellung ist auch eine burgundische, nämlich Steuern auf 10 oder 12 Jahre im Vorhinein. Im Reich bringt er das einmal durch für 4 Jahre, wirklich eingehend tut dieser gemeine Pfennig 1 Jahr und da auch nicht in voller Höhe. Um das abzukürzen, das kann auch in Österreich nicht. In Österreich ist die Herrscherin, der das gelingt, ist erst Maria Theresia mit den sogenannten Dezinalrezessen, also Steuerbewilligung auf 10 Jahre im Voraus. Damit begeben sich die Stände ihres wirkungsvollsten Instruments. Landtage, Reichstage, das sind Geldtage, da tauscht man außerordentliche Steuerhilfen gegen Privilegien oder Abstellung von Beschwerden etc. Wenn man die Steuern im Vorhinein bewilligt, dann hat man nichts mehr zu tauschen. Was Maximilian in Österreich, aber auch im Reich noch sehr unbeliebt machte, war seine Vorstellung, dass er als König bzw. später Kaiser über dem Recht stehe. Sie kennen das, Princeps legibus solutis, greift dauernd ins Kammergericht ein, greift ins Rottweiler Hofgericht ein, ist auch in den Erbländern so, dass er dauernd von den Gerichten in den Erbländern vorinformiert werden wollte über Urteile. Also er wollte vorher wissen, welche Urteile werden gefällt. Und wenn er sie nicht verhindern konnte, dann ließ er diese berühmt-berüchtigten Schubbriefe ausgehen. Das heißt, er hat die Urteile auf Zeit ausgesetzt. Sie kämpfen jahrelang um ein Urteil, dann kriegen sie eins und dann hat ihr Gegner einen sogenannten Schubbrief. Sie können also das Urteil nicht exekutieren, weil der Fürst sagt, nein, den brauche ich so und der darf nicht verfolgt werden. Damit konterkariert er durchaus positive Ansätze wie etwa die Tiroler Halsgerichtsordnung oder die Rechtsvereinheitlichung über das Jus Commune, das gemeine Recht. Beim Nervus Rerum, also dem Geld als Grund aller Dinge, wie das damals hieß,
ging seine Message Control schon bei den Zeitgenossen gründlichst schief. Die Italiener sprachen von einem Re bzw. Imperatore senza denari, also ohne Geld. Der englische Gesandte Pace nannte ihn einen Geldbettler und die Landsknechte und eidgenössischen Söldner schimpften ihn abwechselnd Strohkönig bzw. Apfelkönig, weil er sie nicht bezahlen konnte. Selbst der Tiroler Hofkanzler, Sekretär Placidus Hölzel stöhnte: Wir verfachen, also die Unternehmen, wir verfachen uns großer Sachen und haben doch ganz gar kein Geld. Die Innsbrucker Kammerreitbücher, die fast geschlossen erhalten sind, zeigen das auf dem ersten Blick natürlich nicht. Warum? Weil das kameralistische Buchhaltung ist. Also Einnahmen und Ausgaben halten sich immer annähernd die Waage. Sie sehen hier mit dem Kriegsaus 1508, Kriegsbeginn und Dekret, lange Krieg um Italien, ein steiles Ansteigen bis zum Kriegsende 1516 der Einnahmen und Ausgaben. Dass das so gleichmäßig ist, das ergibt sich auch, wenn man den Gesamthaushalt, der lässt sich errechnen. Sie sehen also hier wieder, ich habe mich da beschränkt auf von 1510 weg, weil das mit der Prinzipalreitung zusammenhängt. Sie sehen also hier enorm der Anschwingen auf über 700.000 Gulden. Sie müssen immer denken, ein durchschnittlicher österreichischer Einnahmenhaushalt hatte so um die 200.000, 250.000 Gulden. Das sind also ganz enorme Summen. Das ist ausgeglichen deswegen, weil in einer kameralistischen Buchhaltung die Schulden nicht verbucht werden, sondern nur Teilrückzahlungen, aber nicht die Schuldsumme. Der große Profiteur war dieser Herr, Jakob Fugger der Reiche, und zwar über die sogenannten Vertraggelder. Sie sehen, rot sind die Fugger-Verträge. Er profitiert also am meisten dieser süddeutschen Finanzer und Bankiers in späterer Zeit, weil sogar dem Fugger ein bisschen das Geld ausgeht, dann auch noch die Höchstädter. Um Ihnen da einen Eindruck zu geben, wie das in der Zeit funktioniert. 1494 gründen Ulrich Georg und eben Jakob Fugger ihre Gesellschaft mit einem Stammkapital von rund 70.000 Gulden. Im Jahr 1526 wird eine Firmenbilanz gezogen und da ist dann das Gesamtvermögen der Firma auf über 2 Millionen Gulden gestiegen. Teilzahl, das Fuggervermögen bei Kriegsbeginn, also 1508, hat das Firmenvermögen von 70.000 erst auf 200.000 Gulden. Erst der Krieg macht dann die Fugger richtig reich. Die Vertraggelder, das heißt also, das sind die Silber- und Kupferverträge. Maximilian gibt Darlehen und muss den Fuggern dafür Silber und Kupfer in Verträgen überschreiben. Zum Schluss von Maximilians Regierungszeit war das gesamte Tiroler Silber und Kupfer auf 10 Jahre im Vorhinein verpfändet, also verschrieben. Darunter zu leiden hatte das Gemeinwohl. Die Gemeinwohldebatte ist auch was Spätmittelalterliches, stark in Frankreich schon, auch in Italien. Geflissentlich überhörte Maximilian die diesbezüglichen Klagen der Stände gegen die Monopole und die dadurch ausgelöste Preistreiberei. Das ist nämlich so, dass er natürlich schon gesehen hat, der Wirtschaftshistoriker hat gemeint, ja, der Montankapitalismus führt zu den ersten großen Monopolschlachten, ja, aber nicht nur untereinander, sondern sie haben durch Fürkauf und etc. und solche Praktiken natürlich ganz wesentlich die Preise nach oben getrieben. Diese Monopoldebatte lässt sich nicht mehr stoppen. Es gibt zwei Gutachten Beutinger. Sie kennen Konrad Beutinger, Jurist, Augsburg, Stadtschreiber dort, ist natürlich mit den ganzen Bankiers und Handelsleuten engstens vertraut. Und er kommt in seinen Gutachten im Wesentlichen zum Ergebnis, dass die Monopole nicht das Gemeinwohl schädigen, denn dieses Gewinnstreben Einzelner führt dazu, dass also der gesamte Wohlstand der Bevölkerung steigt. Ich überlasse Ihnen das, aber das ist eine ewige Debatte. Bei uns in Österreich hat es so schön geheißen, einmal einen Slogan: Geht es der Wirtschaft gut, geht es allen gut.
die Frage der Verteilungsgerechtigkeit damals, Sie kennen das wahrscheinlich, wenn Sie sich ein bisschen mit den Bauernkriegen beschäftigen, Heilbronner Bauernparlament, die berühmten Artikel, die Beschränkung des Kapitalvermögens, Einlagevermögens von großen Handelshäusern auf 10.000 Gulden und die Beschränkung des persönlichen Gewinns pro Jahr auf 1.000 Gulden. Das sind also Bauernforderungen, wobei Bauern, die sind natürlich beraten von Leuten, die so nicht ganz Juristen sind. Das wäre ein eigenes Thema, darüber zu reden. Also diese Monopoldebatten werden unter Maximilian relativ von Maximilian klein gehalten, obwohl die Stände auf Reichstagen, auch bei uns in Österreich, auf den Landtagen immer wieder darauf hinweisen. Es kommt zwar mit einem Monopolverbot nach ihm 1530, aber ausgenommen wird wer? Die Fugger und die Welser nicht. Also ist halt immer so. Ja, ich komme zum Schluss. Sie sehen schon da das berühmte Totenbild Maximilians, gestorben 1519 im Jänner in der Burg in Wels. Von dort wird er nach Wiener Neustadt überführt, wo er auch begraben ist. Bitte glauben Sie solche Geschichtchen nicht, sein Herz sei bei der Maria von Burgund oder so, das ist Unfug. Das Herz Marias von Burgund ist in Antwerpen, bei ihrer Mutter. Das heißt, warum sollte Maximilian sein Herz bei der Gemahlin begraben lassen, die dort ohne Herz begraben ist? Also, außerdem stimmt es nicht. Wir haben gute Berichte darüber, dass er ausdrücklich nicht balsamiert werden wollte. Sein Vater schon. Also Herz Friedrichs des Dritten ist in Linz begraben. Er nicht. Er wollte das anders. Die Anna hat es angesprochen. Er wollte natürlich da wieder für ihn als Büßer erscheinen. Haare scheren, Zähne ausbrechen und so weiter. Und dann lässt er sich natürlich unter den Stufen in Wiener Neustadt in der Georgskirche begraben. Allerdings müssen Sie dann auch denken, ein Büßer lässt sich dort begraben. Wer ist denn unter den Altären begraben? Heilige. Das ist ein Grabmal in Innsbruck, das stellt der Enkel und der Urenkel fertig. Das ist das berühmte Hofkirche, die schwarzen Manda, also entweder Totenwache oder Totengeleit. Man kommt sicher aus Burgund. Wenn Sie an Antwerpen denken, dann sehen Sie, dort sind die Figuren so hoch. Und bei Maximilian sind die natürlich lebens- und überlebensgroß. Er selber kniet drauf. Ist ein Kenotaph, wie gesagt, er ist also in Wiener Neustadt wirklich geboren. Das ist die berühmte Kreidezeichnung Dürers. Es ist wahrscheinlich nicht diese Zeichnung. Dürer war in den Niederlanden, hat in sein Tagebuch geschrieben, dass er von Maximilian ein Porträt der Margarete schenken wollte. Sie wollte es nicht nehmen, das hat ihr nicht gefallen. Sicher nicht diese Zeichnung und nicht das, was Sie am Anfang gesehen haben, dieses wunderbare Bild, sondern da gibt es ein hässliches, schnell hingeschludertes Wasserfarbenbild. Das ist wirklich grauenhaft und man kann also, aber nach der Kreidezeichnung, nach dem Vorbild. Denkmäler hat Maximilian in der Form kaum welche. Jetzt hat man wieder eines gegossen, extra in Bozen. Es wird in Innsbruck aufgestellt, also wenn Sie mal nach Innsbruck kommen, in der Hofburg, ist diese Maximilian-Ausstellung, wo ich die Ehre hatte, ein bisschen mitzuarbeiten, in eine Dauerausstellung inzwischen umgewandelt worden. Und dort wird dann der neue Guss Maximilians aufgestellt. Das, Sie sehen es da, steht in Caumont, in Friaul. Ist natürlich viel später, ist aus dem 19. Jahrhundert, 1903 aufgestellt, im Zuge des Ersten Weltkriegs und Parteiwechsel Italiens ins Depot geräumt. Und dann, jetzt muss ich nachschauen, ich glaube 1900 in den 80er Jahren, ja, 1981 auf Wunsch der Einwohnerschaft von Caumont neuerlich aufgestellt. Alljährlich findet dort am ersten Sonntag im September eine Gedenkfeier zu Ehren Maximilians statt. Und zwar deswegen, weil er 1518 Caumont das Stadtrecht verliehen hat und eine sechsjährige Steuerfreiheit
als Entschädigung für die im Krieg gegen Venedig erlittenen Schäden. Ich habe einiges übersprungen, aber will Ihre Geduld jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Bitte fragen Sie alles, was Sie noch wissen wollen. Dankeschön.